Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Ark, Alone in the Ark, um genau zu sein. Und traurige Nachrichten, ich kam hier zurück, also beziehungsweise bin rumgelaufen hier, nachdem wir da das letzte Mal ein bisschen rumgeirrt sind. Oder ja, okay, ich war's. Und kam hier zurück und auf einmal kriege ich nur die Meldung, Yorkano Fiona was killed by a Raptor. Ich fürchte, ich habe die Viecher hier auf passiv stehen lassen. Weil mit dem Raptor wäre Fiona locker fertig geworden. Auch als Level 4 Kano. Und der Raptor hat selbstverständlich auch alles gefressen, was wir hier so sonst noch wollten. Level 40. Du bist jetzt einfach fällig. So. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier. Da ist der Level 40er. Hier haben wir unser Prime Meat. Tack, tack, tack. Das bolt ja schneller als... Scheiße, das beult mir weg, bevor es ist. Scheiße. Ja, das letzte, was von Fiona blieb, war ein Ei. Da, wo sie stand, lag ein Ei. Leider keins zum Ausbrüten. Das beult weg, bevor ich es nutzen kann. Man kann leider an der Spoiling Time überhaupt nichts ändern. Ich weiß nicht mehr, ob er überhaupt eins ist. Kacke. Okay. Gut. Oder nicht so gut. Meine arme Fiona, aber die, gut, die war wirklich eh klein. Ich weiß nicht, im Level 4er Kano hätte die wirklich nichts anfangen können auch. Aber dass sie vom Raptor gekillt wird, weil ich vergessen habe, sie auf passiv zu stellen, sie auf neutral zu stellen, das ist schon tragisch. Muss ich zugeben. Irgendwo zwischen tragisch und dumm. Gebe ich ganz offen zu. Ich mache es jetzt trotzdem wieder so riskant, mehr oder weniger. Gut, ich könnte jetzt hier außenrum noch was drumrum bauen, aber normalerweise, also wenn ich jetzt Solo spielen würde, ja, ganz normal für mich, würde ich jetzt sagen, ich bleib da stehen, warte halt. Ne? Aber ich glaube, das wäre als Let's Play ein bisschen unspannend und ewig schneiden und cutten und dergleichen will ich auch nicht. Wir machen uns daher jetzt zurück. Und bauen wenigstens die Lumber Stations auf. Es ist erstaunlich, wie viele Dinos mir hier jetzt schon gestorben sind. Das ist mir ansonsten in Ark so noch nie... Also ich habe ganz wenig Dino-Verluste nur gehabt. Bisher. Auf dem Community-Server eigentlich... Also meistens nur durch irgendwelche blöden Unfälle oder dergleichen. Aber... Dass ich regelmäßig hier CSB, DC... Ach, du bist so dumm wie ein Brot, echt. Heißt halt Bibi, was willst du machen? So, komm her, probieren wir es halt noch eins. Biber, ich glaube, wir beide sind gleich ein Knäuel. So, komm. Nehmen wir halt mal richtig Anlauf, damit du auch Platz zum Wenden hast. So. Ich warne dich. Ja? Ja? Ja, komm. Jetzt falle ich runter. Das wär's noch. Komm. Ja, fein. Ja, ist eine Treppe. Kannst du laufen? Lauf! Lauf, du dummer, du dummes, du blödes! Beweg deinen dicken Hintern hier hoch. Ja, wir haben es geschafft. Oh. Muss ich hin? Da. Gereizt. So. Wie ist hier was, worum, wie, was, wo? Ach komm. Egal. So, hier hinten Lumber Station Nummer 1 und Lumber Station Nummer 2 kommt auch irgendwann, wenn ich einen Platz. Naja, war es halt so. Und dann laden wir die mal aus und gleich darfst du auch wieder runterspringen. Ja,
Gleich. Okay, zack, zack, zack. Ja, ich wollte das jetzt relativ schnell machen. Ich wollte jetzt relativ schnell hierher Biber ausleeren, damit der Vogel da nicht so lange alleine liegt. Und ja, das Ergebnis ist, es dauert wieder stundenlang, weil irgendwie die Tiere zu dumm sind. Ein Tier ist nur so schlau wie sein Herrchen. Schlauen Sprüche. Brauche ich jetzt nicht. So, dup, dup. Und dann nochmal. Zack, zack. Kommen hier die auch darin. Was soll's halt? Da habe ich noch nicht alles. Und tack, tack. So. Ich das getragen? Wunderbar. Wump, wump, wump. Wump, wump. Und dann haben wir alles Holz. Hier in der Verarbeitung, aber ganz alles werden wir nicht machen. So. Den Rest behalten wir uns. Alles klar. So, komm mit. Gleich kriege ich wieder die nächste Todesmeldung. Spike was killed by. Treppe war ja da rechts. Das muss so sein. Hab ehrlich gesagt erwartet, dass ich jetzt sterbe. Weiß auch nicht, wie ich drauf kam. Wisst ihr, was das Dumme ist? Das Dumme ist weniger, dass Fiona tot ist. Das Dumme ist, dass ich nicht weiß genau, wo sie gestorben ist. Weil die hatte die ganze. Oh, die wird jetzt despawned sein. Weil die hatte die ganze Hide und alles drin. Ich habe zwar das Ei von ihr gefunden, aber da lag kein Loot. Da lag weit und breit kein Loot. Und daher gehe ich mal davon aus. Dass ich Narcotics braucht. Daher gehe ich mal davon aus, dass die weggezogen wurde oder wenn der Raptor zubeißt, dann treibt er einen ja auch immer so ein bisschen vor sich her. Vielleicht hat er die sonst so hingetrieben. Ich habe jedenfalls keinen Lootbeutel gesehen, aber da hätte ich mehr nachsuchen müssen. Mir gedacht, ach, hat eh keinen Sattel, was bringt's? Aber jetzt muss ich erstmal Narcotics holen, nicht, dass der uns auch noch aufwacht. Die Narcotics hatte ich, glaube ich, hier oben. Und diesmal sollte ich die Treppe treffen, denn sonst wäre ich tot. So. Jawohl, Narcotics haben wir. Kacke. So. Raus hier. Vielleicht finde ich den Beutel noch. Wie lange liegen die? Haben die eine halbe Stunde? Dann hätten wir ja noch Glück. Wie lange läuft die Folge? Gerade mal gucken. Immer gut, so einen Timer zu haben. 8 Minuten. Also wenn es irgendwo zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde liegt, dann hätten wir jetzt noch Glück. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, da ist unsere ganze Hype drin. Und das ist nicht so wenig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann sind wir ungefähr voll. So, wo haben wir vorhin gezähmt? Was war der? Pronto. So, hier. Ich glaube, das war so hier im Eck irgendwo. Panischer Gallimimus. Ich bleibe die Ruhe selbst. Hier passiert schon nichts. Ja, komm, du kannst auch laufen, während du spannst. Mann. Kann sich nicht bewegen, während er den Bogen spannt, oder wie? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Scheiße. Sieht jetzt nichts aus. Also würde ich das irgendwo finden. Lässt du mich mal auf deinen Hals? Ich würde gerne mal von oben gucken. Ich mache jetzt mal, das ist zwar nah an Cheaten, aber ich mache mal Folgendes. Wir machen Optionen und dann den Ground Clutter einmal weg. So.
haben wir mal freie Sicht auf die Dinge. Aber na, du schon wieder. Kriegt er jedes Mal einen halben Herzinfarkt? Warum rennt denn der? Ach, ist der Bronto draufgetreten vielleicht? Also hier, wir waren weiter hinten vorhin. Ich renne die ganze Zeit, das ist voll gesund. Ist wieder ein Rex. Ich hau ab. Ich glaube, wir finden nichts mehr von Fiona. Ihr Ei ist das Letzte, was uns bleibt. Der Rex wird ja hoffentlich noch eine Weile da oben wegbleiben. Nee. Nee, ich glaube, das kann ich aufgeben. Ja, das ganze Fleisch drin gehabt. Oh, na gut. Okay, krieg mal relativ schnell wieder, hoffe ich mal. Wichtig ist, dass er jetzt hier durchkommt. Und das sieht gut aus. Und er hat immer noch 97% Taming-Effizienz. Finde ich beachtlich. Was war das? Hat dir was wehgetan? Nö, ne? Naja, wird noch zweimal essen müssen, mindestens. Gut, machen wir mal den Crown Clutter, das Gestrüpp mal wieder an. So, safe. Sieht auch gleich besser aus. Boah, Wahnsinn, was das für ein Effekt ist. Ne? So. Hör mal auf zu sprinten, das ist echt nicht ganz gesund über Zeit. So, wie viel oder welchen Level haben wir jetzt? Wir haben jetzt Level 46. Ich brauche auch wieder für den Pteranodon Sattel Chitin. Ich Drollo. Hab's nämlich versäumt, den Peter Sattel irgendwie einzusammeln. Und ja. Hier mal ein bisschen schade. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir noch irgendwo Chitin haben, aber ich fürchte, das ist nahe Null. Es ist sogar möglich, dass die Fiona auch Chitin und Keratin hatte. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Durchaus im Bereich des Möglichen. Ich versuche mal zum Schiff zu kommen. Zu schauen, was da los ist. Und vor allen Dingen brauche ich einen schnellen kleinen Dino, auf den ich mich schwingen kann und loslegen kann. So. Den ich mich schwingen kann und ganz schnell weg bin, das wäre schon sehr wünschenswert, wenn wir das mal schaffen würden. Und eigentlich wäre der Kano so ein Kandidat gewesen. Aber hat nicht sollen sein. Nee. So. Schauen wir mal in die Schränke. Da haben wir nur das Zeug. Hier haben wir nur Pelz. Hier. Ich nehme mal die Standing Torch mit. Und ansonsten, was bräuchte man eventuell sonst noch da oben? Hier Dinosaur Gateway, seht ihr, das hätte ich doch lernen können, hier mitbauen können. Das letzte Mal noch gerätselt. Raptor-Sattel, den hatte ich damals gerettet. Ein Bett nehmen wir noch mit. Das werden wir da oben noch aufstellen. Tja, und das war's.
Das war's auch schon. Juhu. Gut, dann haben wir das Gelump jetzt. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie wieder Chitin beibekommen. Das hat das letzte Mal ja richtig gut geklappt. Chitin, Chitin. Wo hole ich das am besten her? Am besten wäre ein Skorpion in der Tat. Aber so einen zu finden, müsste ich mit ihm hier mal los. Könnte man auch mal machen. Müsste ich mit ihm mal eine Runde los. Mal gucken, ob wir einen Skorpion finden. Es lief ja schon mal einer da am Strand herum, am See. Den hatten wir ja, glaube ich, schon mal zusammen gekillt. Aber noch der einzige, den ich bisher zu Gesicht bekommen habe. So, kriege ich hier das Bett noch hingeklatscht? Nö. Ich das da reingelegt, das ist doch nett. So, dann machen wir das nämlich. So. Huch, Stimberry ist gespoilt. So, hier. Watch and Pestle. Hier, das habe ich doch gesucht. Mal halt nochmal an. In die Smithy. Machen wir mal die Hide rein. Immerhin ein bisschen was haben wir. Ist jetzt nicht so dramatisch. Fiber kann rein. Kann ich? Das ist der Construction Table. Egal. Ich brauche hier oben auch noch eine Smithy. Aber kann ich mit Keratin auch den Sattel bauen? Das weiß ich jetzt nicht. Dann könnte ich ja einfach hier Trikes töten. Die werfen ab und an Keratin ab. Der muss sowieso mal weg. So. Hat dann weggefrühstückt. Ich könnte manchmal brüllen. Zwei Keratin. Manchmal könnte ich brüllen. So, bist du unser Level 60er oder kann man dich auch mal töten? Ah, ihr seid alle so dumm wie Brot, das ist echt. Das ist echt schlimm. Es tut mir leid. Nein. Schaffst du es, Fred? Genau. Einzeln raus. Müssen wir sie wohl holen. Oh, du bist raus. Wir gehen jetzt mal ein bisschen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen jagen. Es hilft ja nichts. Snow quetscht sich da raus. Das sind immer wieder diese Platzwunde. Komm, komm. Den futtern wir auch. Kann auch ein bisschen Keratin haben. So, jetzt darf ich ihn auseinandernehmen. Das ist nett. Kommt ein bisschen mehr raus. 10, 16. Also wie gesagt, ich habe nur so eine leise Hoffnung, dass ich den Sattel auch damit bauen kann. Aber nein, 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 Moment, stopp nicht. Nein, stopp, hier. Psst. Oh, diese Dinos. Warum sind die in der letzten Zeit so anfällig? Das ist doch furchtbar, wie die abgehen. Furchtbar, furchtbar. 9. So, und komm, nochmal 9. So, So, die Bibi bleibt hier, der Rolling Stone bleibt hier, aber den Spike wollte ich eigentlich mitnehmen, aber dafür muss ich jetzt erstmal wieder befreien da draußen. So, Bibi, mach mal Platz, damit Spike rauskommt. So, euch pfeife ich auf neutral, falls hier drin doch nochmal was spawnt. Könnte sicherlich passieren. So, dann haben wir hier schon mal eine gewisse Armada mit
So, damit können wir mal ein bisschen jagen gehen. Ich denke, das wird gehen. Und vor allen Dingen, ich brauche ganz, ganz dringend. Blind. Ich brauche ganz dringend, das wollte ich eigentlich sagen. Ich brauche ganz dringend Eisen. Ein arg lang. Ach, da unten drehen sie jetzt durch. War doch noch zu nah. Also dann, du kommst mit, du kommst mit. Muss ich einzeln pfeifen. So. Arg lang hält meine Armbrust beispielsweise auch nicht mehr. Das ist dann mitunter schon ein bisschen doof. Oh. Lol. Okay. Peter Ranodon 2.0. So, wir pfeifen alles ab, außer den Peter. Den pfeifen wir mit und den lassen wir dann auch in der Basis landen. Komm mit. Wunderbar. Den nehmen wir mit. Und ich bin jetzt mal tatsächlich so fies, so frech und ich mache es hier auf 9 Uhr, weil ganz ehrlich, ich will jetzt mit euch ein bisschen auf Tour gehen. Ich will jetzt nicht warten, bis wieder hell ist. So, lass mich raten, das wird jetzt ein Riesenspaß für Groß und Klein, den Peter hier durch das Tor zu kriegen. Okay, wir müssen in der geraden Linie drauf zu. Peter, du sollst... Habe ich das verdient? Womit habe ich das... Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich muss mal schauen, dass man das Tor vielleicht in die falsche Richtung... Oder so. So. Jetzt sitzt da zwar so, dass ich auch nicht mehr durchkomme, aber passt schon. So, wir gehen jetzt mal los. Wie gesagt, vielleicht ist es auch möglich, mit Keratin zu arbeiten, dass ich nicht unbedingt Chitin brauche. Beim Sattel bin ich mir da nicht sicher. Bei einigen anderen Sachen geht das. Wir laufen mal. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Metall. Ich denke mal, wenn wir da ein bisschen bergauf laufen, könnte auch Metall rauskommen. Das könnte man ja durchaus gebrauchen. Den Fred Feuerstein haben wir dabei, auch wenn er ein bisschen hinterherhinkt. Gucken wir mal, es sieht hier so gebirgig aus, quasi hier diese Felsfront. Schauen, ich will keinen Riesenlevel hier aus Versehen angreifen. Ist jetzt nichts Persönliches, aber ich brauche deinen Keratin. Rauf. Wunderbar. So. Wie das alles gleich kaputt geht hier, ne? Das habt ihr gut gemacht, aber wo habt ihr sie hingelegt? Okay, ich muss nochmal was machen. Das waren mega Neuras. Das sind in unsere Chitin-Lieferanten. Ihr wisst, was jetzt kommt. Eine verzweifelte Suche. Eine total verzweifelte Suche. Der hat einen mega Slide hingelegt hier, der Rex. Sensation. Hat er die so weit gespuckt? Tatsache. Keratin, eine haben wir von dreien. Der hat die ganz schön weit weggespuckt. Hallo? Liege? Das ist halt der große Nachteil, wenn der Rex so eine Mega Neura killt, dann... Naja, die fliegt halt 3 Kilometer weit. Ich möchte... Fürchte, da werden wir jetzt auch nicht mehr entdecken. Nicht wesentlich mehr. Da. Brauche ich wahrscheinlich auszusehen. Ich dachte gerade schon. Ich dachte jetzt gerade echt, dass ich den Bronto ausgesehen anhaue. Dann hätte ich echt ein klitzekleines Problem bekommen hier mit der mit dem Mate Boost und so. Eieieiei. Das wäre böse geworden. Ich glaube, das hätte Tote gegeben auf jeden Fall.
Snow, Fritz, Spike. Und da unten kommt Fred. Wunderbar. So, also zwei Mega Neuras haben wir gekillt und das hat gebracht 40 Chitin. Das könnte schon fast reichen. Was wir jetzt noch bräuchten, wäre Eisen. Level up. Machen wir erstmal so. Level 47. Das wäre jetzt also auch schon an der Zeit für einen Agentavis, der wäre mit Level 45. Ich habe so viel Zement passen, ich kann eh kein Zement mischen. Ich weiß nicht, wo ich es momentan hinstopfen soll. So viel Lagerplatz habe ich jetzt noch nicht. Ich glaube, wenn wir mal Zementpaste brauchen, werden wir da ganz schnell fündig. Jetzt bin ich schon relativ hoch und oben ist tatsächlich auch noch ein See. Mit Bibern und vielen Dämmen. Alles schön, aber... Komm mal her. Jetzt mal ein bisschen was zu tun für dich. Alles schön und gut, aber wir sind noch immer nicht hoch genug für Eisen. Das ist sehr schade. So eine schöne Gegend hier oben. Total toll. Bin wieder sehr begeistert. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, nur hilft uns in der jetzigen Situation gerade nicht weiter. Hier ist eine schöne kleine Höhle. Oh, nee. Nee, sag jetzt nicht, dass das passiert ist, was ich denke, was passiert ist. Snow? Snow, du Dummkopf, du Blöder. Kriege ich nicht mal mehr abgepfiffen. Nee, doch, Owner Koya, nicht mehr Following. Okay, der steht dann jetzt da unten, da müssen wir irgendwie wieder hin. Ist am See bei unserem Zehmturm. Kriege ich gefunden. Ich hoffe nur, er steht irgendwie auf, dass er sich verteidigen kann. Ja, und die muss ich jetzt wieder einzeln pfeifen, weil sonst hat der Snow auch gerade... Ach Mann, diese Dino-Intelligenz, ganz ehrlich. Das geht besser heutzutage. So, 9. Mal gucken. Kommen wir bestimmt runter. Ich habe mich gerade über die schöne Aussicht gefreut und dann kommt wieder sowas. Warum macht das Game in der letzten Zeit so viel Mist? So unnötigen. Mensch, sieht das cool aus hier. Sau geil. Hier könnten wir echt... Könnten wir schön eine Basis oben drauf bauen. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass gleich noch einer absegeln wird. Na, den Engpass haben wir passiert. Okay. Geht's auch irgendwo runter? Da geht's runter. Da geht's runter. Okay, ich werde gleich wieder ein paar Dinos unten aufsammeln dürfen. Ihr kommt mit. Na? Wunderbar, es klappt. So dumm sind sie doch gar nicht. Also dann. Hier können sie ruhig runter. So, und au. Juhu. Und der Ankylo, der macht es ein bisschen gemütlicher. So. Haben wir sie alle. Dann holen wir unseren T-Rex wieder ab. Und die Eisentour war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Verdammt. Dass es hier so schwer ist, Eisen zu finden, ist echt mies. Aber eigentlich auch cool. Wie gesagt, ich mag es ja nicht, wenn
immer alles einfach nachgeschmissen bekommt. So, wo war denn das jetzt? Das war hier davor noch. Ich sollte den Crown Clutter auch mal wieder anmachen. Ach, da ist er doch. Hallo? Bin ich noch zu weit weg? Komm her! Sind sie alle wieder zusammen? Wahnsinn. Okay, also dann machen wir jetzt Folgendes. Crown Clutter geht mal wieder ein bisschen an. Und zum Abschluss machen wir noch den Stego. Da gibt nämlich auch nochmal ein bisschen Chitin raus. Level 20. Sehr brav gemacht. Kommt mal weg. So, und alles für einen. Alles für einen Pteranodon-Sattel. Wie viel? Snow, du treibst mich in den Wahnsinn. Na gut, okay. Chitin, Keratin, alles bei ihm rein. Dann machen wir uns zurück zum Schiff. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ich habe die nur abgepfiffen, weil ich nicht wollte, dass die reingehen. Und dann habe ich vergessen, dass wenn ich abpfeife, dass der direkt sofort anfängt, den Stego zu mümmeln. Sowas aber auch. Dann gehen wir in der nächsten Folge zurück zum Schiff, bauen den Pteranodon-Sattel hoffentlich. Irgendwie, wie auch immer, fertig. Ja. Und dann habe ich wieder einen Flieger und dann können wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen Eisen beischaffen. Das wird so das Wichtigste werden eigentlich, dass ich Eisen beischaffe. Ich muss auch lernen, wie man Stahl baut. Das haben wir ja gesehen. Ich brauche für den Betonmischer Stahl. Ja. War das hier? Ich glaube, hier ging es runter zu unserem Lager, gell? Für den Betonmischer brauchte ich Stahl. Das wird also auch noch ein heißes Ding. Keine Ahnung, ob ich dafür Öl brauche, eventuell zum Stahl herstellen. Wäre zumindest möglich. Kommst du noch? Wir schaffen das. Also in der nächsten Folge sind wir dann zurück. Dann geht's hier weiter. Wir bauen ein bisschen rum und dann lasse ich mich mal überraschen, was diese Mod noch so bereithält. Vor allen Dingen. Der Bauplatz da oben ist, glaube ich, schöner als der hier unten. Noch haben wir ja nichts errichtet außer der Mauer. Mal gucken. Muss mal schauen, wie wir das hier machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.